Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von diesen süßen Babyhandschuhen mit Daumen. Sie sind für ein Kleinkind geeignet, das auch die Schuhgröße 22 hat. Ich habe sie mit Sockenwolle gearbeitet, vierfach gedreht und habe schon einmal mustergleich die Wolle abgewickelt. Dann brauchen wir ein Nadelspiel Nummer 2,5. Auf vier Nadeln werden jeweils 10 Maschen angeschlagen. Es wird in der Runde gearbeitet und im Bündchenmuster gestrickt, 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Fortlaufend wiederholen, bis eine Bündchenhöhe von 4,5 cm erreicht ist. Ein zweites Teil ebenso arbeiten. Und dann stricken wir noch eine Reihe in rechten Maschen darüber. Nun legen wir die beiden Teile so hin, dass der Anfangsfaden, wo wir begonnen haben, außen liegt. Und innen machen wir uns einen Markierungsfaden. Dort werden dann die Zunahmen für die Daumen gemacht. Wir stricken in rechten Maschen weiter und wo hier unser Markierungsfaden hängt, stricken wir die vorletzte Masche auf der Nadel doppelt. Wir stechen vorne ein, holen den Faden, lassen ihn links auf der Nadel und holen von hinten noch einmal den Faden. Erst dann von der Nadel nehmen, die letzte Masche normal rechts abstricken. Und hier machen wir dasselbe an der ersten Masche. Vorne einstechen, den Faden holen und noch einmal von hinten einstechen. Den Rest in rechten Maschen abstricken. Nun stricken wir eine Reihe darüber ohne Zunahmen. Und dann folgt noch einmal solch eine Zunahmereihe dort, wo der Markierungsfaden ist. Und wieder eine Reihe darüber ohne Zunahmen. Dann folgt noch einmal eine dritte Reihe mit Zunahmen. Und dann stricken wir insgesamt 7-mal darüber in rechten Maschen ohne Zunahmen. Dann benötigen wir eine Hilfsnadel bzw. 2. Ich habe mir diese mal zurechtgebogen, sie sind ganz praktisch, so verliert man die stillgelegten Maschen auf der Nadel nicht so schnell. Ihr könnt aber auch eine ganz normale Sockenstricknadel nehmen. Die erste Nadel wird in rechts ganz normal abgestrickt. Bei der nächsten Nadel stricken wir jetzt nur 9 Maschen ab. Und dann nehmen wir unsere Hilfsnadel und geben die 4 Maschen auf diese Hilfsnadel. Und von der nächsten Nadel nehmen wir auch 4 runter, also nur abheben auf die Hilfsnadel. Bei der letzten Nadel vor dem Daumenausschnitt machen wir jetzt 2 Schlingen und legen sie so auf die Nadel. So haben wir 2 Maschen zugenommen. Einfach eine Schlinge legen und sie auf die Nadel geben. Und jetzt wird ganz normal weiter in der Runde gestrickt, alles in rechten Maschen. Den Faden zu Anfangs fest anziehen, damit nicht so eine große Schlinge entsteht. Weiter in rechten Maschen stricken, so lange bis wir zu der Nadel kommen, wo wir die Maschenzunahme gemacht haben. Da befinden sich ja jetzt 11 Maschen auf der Nadel. So, nun kommen wir schon zu dieser Nadel. Weiter in rechts stricken und die 2 letzten zugenommen auch in rechts. Die muss man ein wenig lockern, damit man reinkommt und die auch in rechts abstricken. Und die letzte heben wir jetzt direkt auf die andere Nadel, weil da befinden sich ja nur 9 Maschen. Und so hat man wieder einen Gleichstand von überall 10 Maschen auf der Nadel. Die erste jetzt abheben und dann in rechts weiter stricken. Runde für Runde weiter stricken, insgesamt 26 Reihen darüber stricken. Und dann beginnen wir mit dem sternförmigen Abnehmen. Wir stricken 3 Maschen und stricken dann 2 Maschen zusammen, fortlaufend wiederholen. Eine Reihe darüber stricken ohne Abnahmen und in der nächsten Reihe stricken wir nur 2 Maschen und 2 Maschen stricken wir zusammen. Eine Reihe darüber stricken ohne Abnahmen.
und dann stricken wir eine Masche und zwei zusammen, fortlaufend wiederholen und noch einmal eine Reihe darüber. Und dann nur noch zwei Maschen zusammenstricken. Und jetzt können wir den Faden abschneiden und mit einer Nadel alle Maschen aufnehmen, fest zuziehen und den Faden sauber vernähen. Kommen wir nun zu dem Daumen. Den Faden lege ich so an, dass später noch genug Platz ist zum Vernähen. Und um dieses Loch herum nehme ich jetzt 8 Maschen auf. Darauf achten, dass keine Löcher entstehen. Ich nehme auf der einen Nadel 4 Maschen auf und nehme dann eine andere Nadel und nehme auch noch einmal 4 Maschen auf. Auch hier schauen, dass keine Löcher entstehen. Mit einer anderen Nadel nehme ich nun diese stillgelegten Maschen mit in der Runde auf. Einfach abstricken. Und dann haben wir die Runde geschlossen und so können wir jetzt Reihe für Reihe stricken. Es sind nun insgesamt 16 Maschen auf den Nadeln. Die Hilfsnadel beiseite legen und weiter in der Runde stricken. Wir stricken insgesamt 16 Reihen darüber. Dann beginnen wir mit den Abnahmen. Eine Masche stricken und zwei zusammen, fortlaufend wiederholen. Wenn nur noch 8 Maschen auf den Nadeln sind, können wir den Faden abschneiden, ihn durch eine Nadel geben und alle Maschen aufnehmen und alles sauber vernähen. Auch die Anfangsfäden sauber vernähen. Wer mag, kann nun noch eine Verbindung herstellen zwischen den Handschuhen. Ich habe hier eine besonders lange Luftmaschenkette gemacht von insgesamt 190 Maschen. Sie beträgt etwas über einen Meter, weil die Handschuhe jeweils durch die Jackenärmel geführt werden sollen. So können die Handschuhe nicht verloren gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.